So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch heute mit der Mega Salamence Box. Also heute gibt es Mega Pro Talander. Und wer das letzte Video nicht gesehen hat, guckt es euch unbedingt an. Wir haben echt saugeile Sachen aus der Mega Gorgon Box gezogen. Und heute geht es weiter mit Mega Salamence. Wenn es kriselt, wundert euch nicht, das liegt am Greenscreen im Hintergrund. Und wir machen das ganze Ding jetzt mal auf zusammen. Und gucken einfach mal, was da drin ist. Also ich sehe schon richtig, richtig coole Booster Packs. Mal gucken. Fallen wir sogar schon die ersten Gegen. So. Die zwei Promos gemacht haben beiseite. Furious Fists. Primal Clash. Breakpoint. Evolutions. Evolutions. Breakthrough. Steam Siege. Steam Siege. Eine große EX-Karte. Ein Prügel. Nein, natürlich nicht. Eine Spielematte. So. Die Packs tun wir mal so schön irgendwie durchmischen hier. So. Und darf man natürlich nicht vergessen, wenn man es rauskriegt, wie ist das? Unsere Promokarten. So wie hier. Die goldene Brutalander-Münze oder Mega-Brutalander-Münze, wie man sie auch nennen will. Und ich muss sagen, meine 20th Anniversary Sleeves werden langsam leer. So, Megamans. EX. Oh, sieht so gut aus, sieht einfach so gut aus. Die normale Mancy X, Beastie Fang und Dragon Strike. Richtig nice. Richtig, richtig geil. Den Brutalander Geistesbund, also den Spirit Link. Muss natürlich auch sein. Und die Code-Karte, die natürlich auch mit drin sein muss. Und gucken wir das noch in Mathe an. Nehmen das Verhüter die ab. Und so sieht das Ganze aus. So. Richtig nice. Ich mag Mega Brutalander sowieso verdammt gerne. Jetzt mal absolut Lieblingsligas. Und wie ich finde, richtig coole Spielmatte. Also wenn ihr Spielmatten braucht, in solchen Packs, in solchen besonderen Boxen sind die meistens drin. Ich habe das schon mal erzählt. Ich habe schon eine mit Mega Sumpex und Mega Logok. Und jetzt habe ich noch Garchomp und Brutalander. Und die sind halt echt ziemlich, ziemlich nice. So, Spielmatte ist weg. Und wir legen los mit dem Opening. Guckt euch auf alle Fälle das letzte Opening an. Wir haben extrem viele geile EX-Karten noch mitgezogen. Also hat sich sehr gelohnt. Kostentechnisch liegt diese Box bei ca. 50 Euro. Und ich habe sie mir aus UK importieren lassen. Weil es die in Deutschland nicht gibt und man da nur sehr, sehr schwer und toll rankommt. Und da musste ich einen englischen Shop aufsuchen, um mir das Ganze da zu kaufen. Legen wir los mit Rapidash. Pokémon, was habe ich doch eigentlich gerade aufgemacht? Steam Siege. Pokémon Ranger Nidorino. Kapuno. Litwick. Nosepass. Chipchar. Nidoran männlich. Einem Reverse Chimpluff. Und einem Bastiodon als normale Rare. So. Pokémon Furious Fists. Schon das letzte Mal gesagt, eins meiner Lieblingssets war auch mit der Anfang meiner TCG-Laufbahn. 1, 2, 3. D-Denne. Hitmonchan. Mountain Ring. Skorupi. Makuhita. Machop. Punch'em. Torchic. Ein Reverse Punch'em. Und ein Tyrantrum als normale Rare.
So, ich nehme jetzt gerade das 10. TCG-Video heute auf. Es lässt langsam die Stimme nach. So, wir machen auf Breakthrough. Mit unserem Frogadier, Wobuffed, Cacturn, Pansage, Ralts, Scatterbug, Teddiosa, Goldeen, einem Reverse Heavy Ball und einem Morwag als normales Rare. Jo, Evolutions. Ich hoffe, ich habe in den Pokémon Sonne und Mond SPS gute Sachen gezogen, weil das eigentlich die Videos, die jetzt kamen, also das Garchomp und das Salamence Video, ups, da sieht man meine Unordnung, das Garchomp und das Salamence Video eigentlich danach kommen. Also ich hoffe, ich habe im Sonne und Mond Display gute Sachen gezogen. Die Potion, Venusaur Spirit Link, Full Heal, Weedle, Matchup, Pikachu, Magnemite, Ponyta, ein Reverse Nidorino und ein Arcani als normale Rare. Alles, was wir die letzte Box gezogen haben, kriegen wir diese Box scheinbar nicht. Nochmal Evolutions. So, Potion, Pokédex, Poliwhirl, Doduo, oh mein Gott, Weedle, Machop, Pikachu, Magnemite, ein Reverse Nidoran männlich und ein Beedrill als normale Rare. Dann haben wir den Breakpoint. So, Swanna, Puzzle of Time, Arcanine, Psyduck, Seedot, Forfru, Slowpoke, Rattata, ein Reverse Aegislash mit einem richtig coolen Artwork und ein Ferroform als normale Rare. Vorletztes Pack ist Steam Siege. Und nein, ich brauche keinen Vulcanion. Ich habe die schon in allen Variationen, die es gibt, als Secret Rare, als Full Art. Brauche ich eigentlich nicht, aber ich schätze mal, hier wird auch nichts drin sein. Wir haben den Gardevoir Spirit Link, Tangrowth, Fletchinder, Shellos, Mantine, Klink, Mankey, Fungus, ein Reverse Drifblon und ein Nidoking als normale Rare. Das ist echt mager, das Pack hier, also die Box. Letztes Pack ist Primal Clash. Lässt es mich im Stich? Ohne Ex-Karte? Ich schätze schon. 1, 2, 3. So, Maxi's Hidden Ball Trick. Rhydon, Bidoof, Bundlebee, Lotad, Medity, Bidoof, Horsey, ein Reverse Gorbus und ein Ancient Trade Gorbus. Okay, also Salamence hat uns nicht viel Glück gebracht, dafür war Garchomp umso spendabler. Und trotzdem haben wir unsere Promokarte Salamence EX und Mega Salamence EX, auf die ich sehr, sehr stolz bin als Sammler. Das ist echt ziemlich cool, die zu haben. Und so, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und bis dahin, haut rein und ciao.